Ja, irgendwie hat er die Aufnahme eben nicht gewollt. Also wir haben die Quest jetzt beendet, haben jetzt auch neue Ausrüstung und Tattoos. Und das ist jetzt dann scheinbar der Preis für die Quest. Ja, ich frag mich, warum man eben nicht aufgenommen hat. Eigentlich dachte ich, er würde aufnehmen. Kann ich alles nochmal erzählen? Also, ich war ein bisschen shoppen. Wir haben jetzt Meister Großschwert und Meister Bogen. Neue Tattoos und die werden wir jetzt auch gleich mal testen. Ich weiß nicht genau, welcher der erste Kampfring ist. Ich glaube, einfach mal der in Bowerstown und den werden wir dann uns auch gleich mal uns angucken. Ich weiß ja noch, wo der liegt. Ja, wie gesagt, Meisterwaffen jetzt. Stand irgendwas vom Alten Reich dabei, also kommen die wahrscheinlich von daher und sind unzerstörbar und alles. Ja. Also ich freue mich, sie mal im Einsatz zu sehen. Oh, wir haben viel Geld wieder. Und ich habe auch mal die ganze Miete eingetrieben. Also bei jedem Haus 6000. Müsste man mal häufiger machen. Und hier müsste jetzt auch eigentlich der Kampfring sein. Aber irgendwie ist der noch nicht besucht. Was ich komisch finde. Auf der Anzeige oben rechts ist es nämlich Nacht. Vielleicht treffen die sich erst genau um Mitternacht. Oder gar nicht. Hier stand dieser andere alte Typ, der mit den Frisuren. Oh, da sind sie ja. Und wir fragen mal, ob wir jetzt hier anfangen. Also während des Kämpfens dürfen wir auch keine Rüstung tragen. Also seht ihr dann nochmal die ganzen Tattoos. Willkommen im Ver. Er ist für Leute und wir trainieren außerdem. Also, diese Knöchel Ja. sehen recht gut aus. Ihr seid dabei. Gut. Seid ihr bereit für etwas Hauer? Wenn ihr auf sinnlose Ge. Ihr bekommt Gold für jed. Bleibt im Ring. Aha. Ihr wollt also. Ihr mögt ein Also irgendwie wechselt ständig der sein, aber bei diesem Synchronsprecher. Wettkampf zählt die Fertigkeit. Unsere Hiebe tun euch vielleicht nicht sehr weh, aber sie zählen trotzdem. Zeit zu. Ja, und ich habe auch wieder die Frisur gewechselt, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob ich die lasse, aber. Naja. Das war's schon? Einfach dreimal draufhauen? Super. Viermal draufhauen, wow. Also langsam wird es sogar schwierig. Und bei dem dann jetzt wahrscheinlich fünfmal oder sechsmal. Zaubern und so dürfen wir leider nicht. Geh zurück in den Ring. Können auch blocken, aber ich glaube nicht, dass das nötig ist bei dem. Also der erste Faustkampfclub war kein Problem. Okay, der will auch noch hauen. Dann hat noch ein bisschen mehr sinnlose Gewalt. Da sieht man auch, dass die Tattoos vom Hals oder vom Kopf und vom Rücken gut zusammenpassen. Oh, er hat uns gehauen. Schade. Fast perfekt. Ihr habt einen ordentlichen Schlag am Leib. Das Gold gehört euch. Faustkampf Stufe 1 beendet. Gut. Ich glaube, das nächste Faustkampf-Ding ist im Zwillingsklings Lager, weil. Oder, wobei, es könnte auch in Oakville sein. Ich glaube, es ist eher in Oakville. Und dann in Norfolk Glade. Also auch da, wo wir das wahrscheinlich besucht haben. Also ich finde, die Frisur passt jetzt nicht ganz so schlecht. Hatte ich auch beim letzten Spiel. Oder beim letzten Durchspielen, dann jetzt nach Oakville. Wo wir auch ein Haus besitzen. Ja, hier sieht man jetzt auch mal das Schwert. Und das ist der Bogen. Also sieht nicht schlecht aus. Ja, so ist es besser. Und die Wächter beschweren sich halt, wenn man die Waffe gezogen hat. Wenn man sie dann benutzt, sind sie noch saurer. Okay. Sprechen wir mal mit dem Typen hier. Hallo. Ich nehme an, ihr habt die Bowerstone-Kämpfer schon besiegt. Wir hatten schon lange keine Neuzugänge mehr. Ja, wir haben auch viele Namen und unsere Haut sieht scheiße aus. Wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr löhnen. Ihr bekommt Gold für jede gewonnene Runde. Also ich finde es komisch, dass der ständig der Synchronsprecher wechselt. Getroffen werdet. Ihr verliert, wenn ihr zu viele Treffer einspielt. Ihr mögt ein mächtiger Held sein,
Aber bei diesem Wettkampf zählt die Fertigkeit. Aha. Sollen wir anfangen? Ja, und da kommt der Erste aus der Scheune. Ich werde gerade mal, bevor wir kämpfen, gucken, welches Alter wir haben. Das steht hier auch. Was ist Persönlichkeit? Ja, also wir sind 54. Fast perfekt gut. Ja. Haben 350 Hobbs eliminiert. Und 596 Räuber. Keine Lieblingswaffen. Okay, ist komisch. 107 Enthauptung. Gewaltsamer Rückschuss, ja. Okay. Drei Gebäude. Ja, okay, so viel Interessantes steht da jetzt auch nicht drin. Wir verdreschen jetzt einfach erstmal den Typen, ne? Fällt ja auch nur drei Schläge aus. Also die steigern sich auch irgendwie nicht. Die sind alle gleich schlecht, habe ich irgendwie das Gefühl, in den Kampf bringen. Wahrscheinlich variiert dann nur der Boss. Und wie viel der aufs Maul kriegen kann. Oh, wie hat denn der jetzt geschlagen, ohne uns irgendwie... Hört auf, herumzuhampeln und geht in den Ring zurück. Ohne seine Hand zu bewegen. Ja, komm her. Möchtest du immer noch mehr? Also das war komisch, weil der hat jetzt, glaube ich, 5 Schläge ausgehalten. Der davor nur 3. Naja. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht nachgeguckt, wie viel Geld wir für den letzten, die letzten Kämpfe verdient haben. Ja, auch außerhalb des Rings kriegen die Gegner aufs Maul. Oh, von der Zeit passt das ja sogar noch. So, oh, das war doof, da hätten wir blocken müssen. Was, wieso macht uns das Schaden? Und warum so viel? Ich glaub's auch. Okay, das war doof, dass wir so viele Treffer eingesteckt haben. Ich bin dran. Also wir müssen häufiger blocken. Oder ich. Hört auf herumzuhampeln und geht in den Ring. Oh, das war. Recht so! Semmel die meine! Recht so, lasst ihn eure Fäuste schmecken! Recht so, lasst ihn eure Fäuste schmecken! Okay, man muss einfach keine Kombos machen, dann hören sie auf zu blocken. Ah ja, da hat ein bisschen die Aufsteh-Engine nicht funktioniert oder das Aufstehen. So. Da nochmal schön aus dem Ring getreten. Wird zwar nicht angezeigt, aber. Passt. So, das wäre dann auch Faustkampfstufe 2 gewesen. Und dann geht's jetzt zum Räuberlager. Ja, ein bisschen finde ich es in Fable 1 komisch, wie schnell man altert. Weil, wenn ihr unsere Schwester in der Folge im Laufe der Story auch noch sehen. Und da ist die halt extrem viel jünger, deswegen ein bisschen komisch. Und die ganzen anderen altern ja auch nicht so schnell. Hey, die wollen immer nicht gegen uns kämpfen, sie haben dazugelernt. Vielleicht finden wir irgendwas Schönes, naja, leider nichts für den Kopf. Gegenstände verkaufter Flammenverstärker. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Aber dafür verkaufter Waffen. Hm, naja. Wir dachten, man hätte euch getötet. Haben wir jetzt auch nicht nötig. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Naja, und der verkauft so ein Zeug. Da gucken wir mal, wie viel, okay. Das lohnt sich, das zu kaufen. Ja, wir müssen ein bisschen wieder handeln, weil wir zu wenig Gold haben. Knusperhühnchen, oder kaufen wir auch mal. Oh ja, rohes Fleisch verkauft er billig. Oh, Fisch auch, cool. Ja. Kaufen wir jetzt einfach alles mal und machen ein bisschen Gewinn. Indem wir es dann irgendeinem anderen Händler verkaufen. Man hätte euch getötet. Das hast du schon gesagt, Kollege. Wenigstens können wir unsere Hose anbehalten. Dadurch kriegen wir weniger Schaden. Bringt ja auch was.
Wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viel, als hätten wir den Brustpanzer oder den Helm, aber immerhin. So, der Kämpferring liegt da, aber es ist irgendwie schon wieder fast Tag, habe ich das Gefühl. Also bin ich mir unsicher, ob die noch da und sie sind es nicht. Schade. Dann werden wir jetzt... Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit zu rasten? Frage ich mich gerade. Das ist doch ein Bett. Aber wir benutzen es einfach mal und machen uns ein bisschen strafbar im Räuberlager. Ich bin gleich hier drüben. Hat aber irgendwie nichts gebracht, jetzt legen sich die alle da schlafen. Wenn wir einen angreifen, dann greifen uns alle an und wir wollen nicht schon wieder alle Räuber auslöschen. War wahrscheinlich schon wieder schwer genug, Ersatz für die bereits getöteten Räuber zu finden. Ja, geht doch. Also das Zelt hier, das können wir benutzen. Zumindest tagsüber. So. Dann geht's wieder zu den Räubern. Also den Faustkämpferräubern. Und wir gucken mal, ob schon jemand da ist. Nein. Dann müssten die jetzt hier irgendwo ja gleich einlaufen. Es ist aber schon Nacht. Sie kommen immer noch nicht an Land. Naja, müssen ein bisschen warten. Oder wir müssen wirklich direkt bis Mitternacht warten, dass sie dann erst kommen. Ah, da kommen sie gut. Also vor Mitternacht muss halt ein bisschen warten, aber passt schon eigentlich. So. Der Boss ist noch nicht da. Vielleicht können wir ja jetzt hier mit ihm sprechen. Ich bin der Boss. Ihr habt also... Ihr seht aus, als könntet ihr... Um teilzunehmen. Ihr bekommt Gold für je zu viele Treffer. Ja. Und ihr mögt ein mächtiger Held sein. Ihr wollt euch also die Fre... Macht euch Nein. bereit. Wir sollen... Gleich wollen sie euch polieren? Ja, ja. Hey, hey. Aber den verprügeln wir erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Ciao.